Ein Argument, das wahrscheinlich gegen unsere vorgeschlagene Revolution vorgebracht wird, ist, dass sie zwangsläufig zum Scheitern verurteilt ist, weil so wird behauptet, die Technologie im Laufe der Geschichte immer Fortschritte, aber nie Rückschritte gemacht hat, weshalb ein technologischer Rückschritt unmöglich sei. Aber diese Behauptung ist falsch. Wir unterscheiden zwischen zwei Arten von Technologie, die wir Kleintechnologie und organisationsabhängige Technologie nennen. Bei der Kleintechnik handelt es sich um eine Techniken, die von kleinen Gemeinden ohne fremde Hilfe angewendet werden können. Die organisationsabhängige Technologie ist von großen gesellschaftlichen Organisationen abhängig. Uns sind keine nennenswerten Rückschritte in der Kleintechnologie bekannt. Aber organisationsabhängige Technologie kann sich tatsächlich zurückentwickeln, wenn die soziale Organisation, von der sie abhängt, zusammenbricht. Beispiel: Als das Römische Reich auseinanderfiel, überlebte die Kleintechnologie der Römer, weil jeder geschickte Dorfhandwerker beispielsweise ein Wasserrad bauen konnte, jeder geschickte Schmied nach römischen Methoden Stahl herstellen konnte und so weiter. Aber die organisationsabhängige Technologie der Römer entwickelte sich zurück. Ihre Aquädukte verfielen und wurden nie wieder aufgebaut. Ihre Techniken des Straßenbaus gingen verloren. Das römische System der städtischen Abwasserentsorgung geriet in Vergessenheit, so dass die Abwasserentsorgung europäischer Städte erst seit recht kurzer Zeit mit der des antiken Roms vergleichbar ist. Der Grund dafür, dass es in der Technologie scheinbar immer Fortschritte gab, liegt darin, dass bis vielleicht ein oder zwei Jahrhunderte vor der industriellen Revolution die meiste Technologie Small-Scale-Technologie war. Aber der Großteil der seit der industriellen Revolution entwickelten Technologie ist organisationsabhängig. Nehmen wir zum Beispiel den Kühlschrank. Ohne industriell vorgefertigte Teile und Spezialmaschinen und Werkstätten wäre es für eine Handvoll lokaler Handwerker praktisch unmöglich, einen Kühlschrank zu bauen. Sollte es ihnen durch ein Wunder gelingen, einen zu bauen, wäre er ohne eine zuverlässige Stromquelle nutzlos. Sie müssten also einen Bach aufstauen und auch einen Generator bauen. Generatoren benötigen große Mengen Kupferdraht. Stellen Sie sich vor, Sie würden versuchen, diesen Draht ohne moderne Maschinen herzustellen. Und schließlich, woher soll man das notwendige Kühlmittel bekommen? Es wäre viel einfacher, ein Eishaus zu bauen oder Lebensmittel durch Trocknen oder Pflücken haltbar zu machen, wie dies vor der Erfindung des Kühlschranks praktiziert wurde. Es ist also klar, dass bei einem vollständigen Zusammenbruch des Industriesystems die Kältetechnik schnell verloren gehen würde. Das Gleiche gilt für andere organisationsabhängige Technologien. Und wenn diese Technologie einmal für etwa eine Generation verloren gegangen ist, würde es Jahrhunderte dauern, sie wieder zu entwickeln, so wie es Hunderte gedauert hat, sie zum ersten Mal zu entwickeln. Es wären nur Jahrwenige und verstreute technische Bücher erhalten geblieben. Eine Industriegesellschaft kann, wenn sie von Grund auf ohne fremde Hilfe aufgebaut wird, nur stufenweise entstehen. Man braucht Werkzeuge, um Werkzeuge herzustellen, um Werkzeuge herzustellen, um Werkzeuge herzustellen. Ein langer Prozess wirtschaftlicher Entwicklung und des Fortschritts in der gesellschaftlichen Organisation wäre erforderlich. Und selbst wenn keine technologiefeindliche Ideologie dagegen steht, gibt es keinen Grund zur Annahme, dass irgendjemand am Wiederaufbau der Industriegesellschaft interessiert wäre. Die Begeisterung für Fortschritt ist ein der modernen Gesellschaftsform eigentümliches Phänomen und scheint vor dem 17. Jahrhundert nicht existiert zu haben. Im Spätmittelalter gab es vier Hauptkulturen, die etwa gleich fortgeschritten waren: Europa, die islamische Welt, Indien und der ferne Osten, China, Japan, Korea. Drei dieser Zivilisationen blieben mehr oder weniger unverändert, nur Europa entwickelte sich dynamisch. Niemand kann erklären, warum Europa in dieser Zeit eine solche Dynamik entfaltete. Historiker haben ihre Theorien, aber das sind nur Spekulationen. Auf jeden Fall wird deutlich, dass eine schnelle Entwicklung hin zu einer technologischen Gesellschaftsform nur unter besonderen Bedingungen möglich ist. Deshalb gibt es keinen Grund anzunehmen, ein lang andauernder technologischer Rückschritt wäre undenkbar. Würde sich die Gesellschaft irgendwann wieder zu einer industriell-technologischen Form entwickeln? Möglich. Aber es hat keinen Sinn, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, da wir Ereignisse, die 500 oder 1000 Jahre in der Zukunft liegen, nicht vorhersagen oder kontrollieren können. Mit diesen Problemen müssen sich dann die Menschen befassen,
die zu diesem Zeitpunkt leben werden.